Am Sonntag sind Landtagswahlen. Und ich möchte für euch gegen die auf den Kopfsteller kämpfen. Mein politischer Grundsatz ist, gebt den Bürgern das Kommando. Die Themen der Bürger sind meine Themen. Und dafür setze ich mich ein. Ich fordere seit Jahren den 10-Minuten-Takt der S2. Das gelingt sicher nur durch den Bau einer Ausweichstrecke oder eines zweiten Gleises. Doch die Planung der Landesregierung sieht das nicht vor. Obwohl die Abgeordneten von SPD und Linken so tun, als würden sie sich für den 10-Minuten-Takt einsetzen. Nach einer Anfrage von mir im Landtag wurde die Kappungsgrenze für Mieten verlängert. Das bedeutet ganz konkret weniger steigende Mieten. Und im Kreistag setzen wir uns für mehr sozialen Wohnungsbau ein. Trotzdem müssen wir in Maßen bauen, denn der Verkehr ist jetzt schon unerträglich und die soziale Infrastruktur muss mit dem Bauboom mitwachsen. Und auch beim Lärmschutz müssen wir dringend mehr machen. Das Land verschwendet seit Jahren Millionen beim Pannenflughafen BER. Dabei müsste es heißen, kleine ganz groß, Kitas kostenlos. Wenn ich weiterhin mit gesundem Menschenverstand gegen die auf den Kopfsteller ankämpfen soll, dann gebt mir am 1. September eure Erststimme und ich gebe euch das Kommando.